Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und ich habe das Spiel gestartet und es wurde mir direkt gesagt, dass sie befördert wurde. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld. Was natürlich jetzt auch nicht unendlich viel ist. Aber wir sollten uns, glaube ich, ein Klo leisten können. Das wäre sehr, sehr gut. Wir müssen mal gucken. Was haben wir denn hier für Klos? Das hier kostet 400, kostet 250. Wir können erstmal das hier nehmen, weil ein Klo ist erstmal wichtig. Ich glaube, wir können uns... wenn, dann würde ich mir schon sowas holen, glaube ich, eher. Ich weiß aber nicht, ob man da halt auch so normale Sachen rausholen kann. Ich hoffe schon. Sonst habe ich leider ein bisschen verkackt. Aber das passiert. Ja, wir können uns auf jeden Fall nicht mehr leisten. Wir können uns nicht mal eine Mikrowelle leisten. Aber wir haben einen Kühlschrank. Wir werden sehen, wie das uns jetzt weiterbringt im Leben. So, wie geht's ihr denn? Sie kann auf jeden Fall Sachen machen, weil... Okay, die Aufgaben kann sie ja... Die Hausarbeiten muss sie ja sowieso tun, trotzdem. Es wäre zumindest besser, dann halt in den letzten Tagen nochmal halt dann richtig abzuschneiden. Hat sie das schon mal fertig? Dann müssen wir uns aber wirklich auch langsam darum kümmern. Und wir müssen auf jeden Fall noch unsere Abschlussarbeit schreiben. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch immer einen Tisch. Hätte ich mir den kaufen sollen. Daran habe ich jetzt aber nicht gedacht und deswegen, ja. Aber wir können uns da jetzt Essen rausholen, oder? Nee, das kann ich nicht machen, kochen, weil wir ja keine Dings haben. Aber schnelle Mahlzeit essen kann ich mir alles rausnehmen, was ich will. Das ist Supi. Reste nehmen? Was für Reste? Gourmet-Obstkuchen. Das sind die Sachen, die wir ganz am Anfang geschenkt bekommen haben, oder? Also, bei dem... Willkommenswaggon, oder wie das heißt. Wow, dass das da immer noch drin ist. Aber hey, okay, wir können dann zumindest was Normales essen, das ist schön. Und wir können auf jeden Fall zu Hause pinkeln gehen, das ist auch supidupi. Denn das ist schon ein bisschen nervig, wenn man nicht zu Hause auf Klo gehen kann. Ja, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen happy, denn das funktioniert ja scheinbar ganz, ganz gut. So, sie geht das pinkeln, dann kann sie sich jetzt noch was als Reste nehmen und dann kann sie schlafen. Dann kann sie noch ihre anderen Hausaufgaben machen, damit das schon mal durch ist. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier alles weitergeht. Auf jeden Fall ist es ganz gut, dass sie befördert wurde, weil dann verdient sie zumindest ein bisschen mehr. Wie viel verdient sie? 40 die Stunde. Das ist auf jeden Fall gut, weil das sind 160. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr. 160, ist das überhaupt richtig? Ich glaube schon, oder? Pro Tag. Und damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall dran arbeiten. Heute ist Liebestag. Aber wir haben leider keine Liebschaft, deswegen interessiert uns das jetzt nicht so krass. Sie hat schon wieder Hunger. Dein Ernst? Dann isst halt nochmal Reste. Das muss halt auf jeden Fall gegessen werden. So, und dann machst du deine Hausarbeiten. Genau. Sehr schön. Ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, dass man das nicht allzu sehr merkt. Denn das wäre ein bisschen doof. Sie mag Obstkuchen. Das ist auch nicht so toll, aber naja, egal. Sie isst da wenigstens was Vernünftiges. Auf jeden Fall, ja. Punkt. Mehr habe ich dazu, glaube ich, gerade nicht zu sagen. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich hoffe einfach, dass man das nicht so merkt, dass ich hier ein bisschen crank bin. Ja, das wäre zumindest ganz nice. So. Ich hoffe... Also, es kann natürlich sein, dass jetzt uns jemand anruft oder so und wir dann was halt unternehmen. Das wäre natürlich auch sehr schön. Also wäre es halt wirklich, weil... Ne? Wäre halt nice. So. Danach kann sie auf jeden Fall erstmal daran hier Informationen sammeln. Denn das wäre, glaube ich, erstmal sinnvoller. Aber ich würde halt auch unterwegs sein mit ihr. Weil sie natürlich auch was anderes machen soll, außer an... an Uni arbeiten. Ja, sie ist introvertiert. Schön. Och Mann. Das sind immer solche Sachen, ne? So. Wir sind gleich soweit. Sie lernt dabei auch eine Fähigkeit. Das ist natürlich auch gut. Ich weiß jetzt noch nicht, welche genau, aber sie lernt eine Fähigkeit dabei. Das akzeptieren wir. So. Dann gucken wir mal, was das für eine Qualität gleich hat. Also safe ist das nicht direkt richtig. Warte, wenn wir jetzt das hier machen. Mangelhaft, dann, ich kann die auch direkt halten, kein Ding. Nein, sie geht erstmal duschen.
Und dann kann sie überarbeiten und gliedern. Und dann geht es erstmal darum. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das alles wird. Ich hoffe, dass das alles halbwegs funktioniert, so wie wir wollen. Wenn wir das Zelt fertig haben mit den ganzen Sachen, können wir nochmal an diesen speziellen Computern gehen und gucken, ob wir da, wie heißt das, halt die Sachen nochmal selbst herausfinden können. Zumindest so ein paar Sachen. Das wäre ja ganz cool eigentlich. Ja, wir wollen uns treffen. Das habe ich ja gesagt. Wir wollen hier auch ein bisschen Freizeit haben im Leben. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Yes, Queen auf jeden Fall. Ich hoffe, der Ladebildschirm dauert heute nicht so lange. Das wäre nämlich sehr, sehr nett, weil ich mag Ladebildschirme nicht so gerne. Das ist halt das Einzige, was ich an Sims 3 geil finde. Auch wenn es halt insgesamt ein bisschen schlechter läuft. Aber so, egal wohin du reist, du hast keinen Ladebildschirm, außer du reist jetzt halt. Du machst Urlaub oder sowas. Aber es ist ja auch was anderes. Oder du gehst in die Uni. Es sind ja andere Sachen, deswegen. Ja. Tut mir leid, dass ich euch gerade ins Mikrofon gehustet habe. Ah, wir sehen endlich mal ihre andere Kleidung, Alter. Dass das hier mal passiert, ne? Liebestaggeschenk geben? Nee, wir drücken unsere Bewunderung aus. Was ist das für ein Geräusch? Was war das? Help. Aber das ist ein cooles Haus eigentlich. Ist das ein Basegame-Haus? Ist das ein Haus von EA? Ist das. Oder ist das von jemandem, der, wo ich es platziert habe? Ich weiß es nicht. Weil eigentlich sieht das ganz süß aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich kann es nicht sagen. Er hat auch seine Hausaufgaben, nice. Er geht einfach. WTF. Ich dachte, wir wollen uns treffen. Aber er hat wahrscheinlich einen Kurs gerade. Das ist nicht so gut. Aber naja, dann gehen wir halt kurz pullern und dann müssen wir anscheinend wieder nach Hause, weil. Oder? Wenn jetzt eh keiner zu Hause ist, okay? Dann können wir doch auch einfach. Nein, ich würde dann einfach sagen, okay, dann kochen wir uns kurz was. Hier, ein Grillkäse, damit wir was Vernünftiges essen. Und etwas, was uns auch auf jeden Fall schmeckt. Das Outfit ist halt schon cute, ne? Kannst du nichts gegen sagen, auf jeden Fall. I like it. Aber man sieht es halt einfach zurzeit nicht so oft, aber gerade ist heiß. Und da ist es dann anscheinend nötig, das zu tragen. So. Selbst löschen, bitte. Oh mein Gott. Kann sie einfach gehen? Sie war das nicht, okay? Same auf jeden Fall. Same. Das fühle ich zu 100%. Dieses Spiel, ne? Warum? Warum einfach? Ich weine. Wirklich. Ich weine. Hat sich einfach gar nicht gelohnt, jetzt unterwegs gewesen zu sein, ne? Das ist. Wow. Wow. Dann kannst du ruhig wieder duschen gehen. So. Gegessen haben wir es natürlich dann auch nicht. Deswegen muss sie dann anscheinend doch Reste essen. Naja, Dinge passieren, sage ich dazu nur. Aber naja, das hier geht dann zum Glück direkt runter. Das ist schön. Ach, sie muss jetzt auch gleich arbeiten gehen. Wow. Der Tag ist nicht so gelaufen, wie er hätte laufen sollen. Ich glaube, essen kann sie auch kaum richtig mehr. Ja, weil sie muss jetzt los. Was war das für ein Sound? Warum kommen hier zurzeit so viele Sounds, die mir nichts bringen? Also so, nichts bringen. Das ist das falsche Dings, was ich sagen wollte, aber die mir einfach nicht helfen in irgendeiner Form, hä? Also die mir nichts, also die so nichtssagend sind. Es verwirrt mich, okay. Aber naja. So. I want the money. Und dann. Wir haben einen Urlaubstag verdient, das ist auch gut. Ja. So, dann kann sie das jetzt erstmal hier überarbeiten und gliedern. Denn
Wir klopfen mal höflich an. Ich finde das gerade nicht okay. Ja. Es wird zumindest aufgemacht anscheinend. Das. Oh mein Gott. Können wir uns mal kurz beschweren? Ich meine, es interessiert mich nicht so, was sie in ihrer Freizeit macht, okay? So, und dann gehen wir über Arbeit und Gliedern, denn das ist sehr, sehr wichtig. Tut mir leid, du hast recht. Dankeschön. So, und jetzt geh. Du hast noch zu arbeiten, solange du nicht müde bist. Mal gucken, ob das jetzt dann besser wird. Ich wollte gerade sagen, geh einfach, das ist mein Haus. Mein ha meine Wohnung ist das, nicht mein Haus. Es macht einen Unterschied. So, mach hin. Ist mittlerweile schon normal, das ist gut. Dann kann sie pennen gehen. So, wir wollen natürlich die möglichst beste Präsentation halten. So, ausgezeichnet, cool. Sieht hervorragend aus, sie kann weiter an ihr feilen, wird dadurch aber nur ihr Verständnis des Slashs vertiefen und ihre Präsentation selbst zu verbessern. Okay. Alles klar. Dann können wir das auf jeden Fall nochmal üben oder so. Das hilft uns dann bestimmt auch. Aber sie ist halt sehr, sehr sad. Das ist nicht so gut. Debattiergefecht, okay. Sie ist. Ja. Wir brauchen Spaß, auf jeden Fall. Das Ding ist, wir haben gerade nichts da zum Spaßen. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wir gehen weg. Wir können ja nach Brachester gehen, tatsächlich. Weil dann können wir auch direkt uns an unsere Abschlussarbeit setzen, aber erst machen wir dann, hier, da will ich hin. In die Biblio. Hallo? Help? Und dann mache ich erst, dass sie halt ein paar Spiele spielt. Und dann kann sie sich an ihre Abschlussarbeit setzen. Das wäre zumindest jetzt meine Idee. Damit das schon mal fertig ist und dann kann sie die Stoffe trotzdem noch weiter vertiefen, etc. Ja. So. Na, 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 na. Das Spiel ist weiterhin einfach nur am Laden. So, danke schön. Ich hoffe, hier ist Platz, um meinen PC abzustellen. Da. So, und dann nehmen wir unseren Laptop und stellen ihn dahin. Und dann spielen wir ein Spiel. So. Denn das braucht sie gerade. Das haben die auch neu reingepatcht, ne? Dass man das quasi SimCity ist das, ne? Zu spielen. Das gab es vorher, glaube ich, nicht in der Form. Also ich wüsste davon zumindest nichts. So, kennen wir die? Nee. Die sahen, ich dachte, wir kennen die. Die kamen mir irgendwie bekannt vor, aber I don't know. Gut, das ist genug Spaß. Und dann muss sie jetzt aber sich an dann hier das hier und dann Abschlussarbeit lernen. Oh wow. Abschlussarbeit, aber ich habe nicht mal abgeschrieben. Also wieso sollte ich eine abgeschriebene Arbeit einreichen können, wenn ich nicht mal abgeschrieben habe? I mean, das ergibt gar keinen Sinn. Okay, wir lernen sie jetzt gerade kennen, anscheinend. Prisha. Alles klar. I don't know who she is, aber sie ist bestimmt nett oder so. Lol. So. Ich hoffe, es braucht nicht so lange mit ihrer Arbeit da. Ja. Sie muss heute Abend auch nochmal arbeiten wieder, ne? Ja, um 18 Uhr. Dann hat sie aber erst mal 2 Tage frei. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Ja, genau.
Katrina Caliente. Warum heißt sie Cheek, alter See? Okay. Beförderung. Ach so, ich wollte gerade sagen, hä? Aber ich möchte nicht essen gehen, ehrlich gesagt, gerade. Warte, wir laden ihn gleich ein. Weil das Ding ist... ich muss ihren Laptop wieder einstecken. Weil sonst ist der erstmal weg. Dann können wir ja sagen, dass wir jetzt halt zum Restaurant gehen. Nochmal. Also haben wir letztens letzte Folge erst oder so, ne? Das Ding ist, wo hatte ich denn das platziert gehabt bei... Wir haben, glaube ich, nur das hier, ne? Ich hatte nur das... War das nicht so? Aber er hat doch... Hat er nicht was anderes gesagt gehabt? Egal. Wir gehen dahin. Dann können wir mit ihm ein bisschen quatschen, dass wir jetzt ein bisschen vorangekommen sind in unserem Leben und so. Und warum er so schnell gegangen ist, warum er uns einlädt, wenn er selber gar keine Zeit hat zum Existieren. So, weil er halt hier zum Kurs muss. So, ich habe mal kurz was getrunken. Das war sehr, sehr wichtig, okay. Denn ich möchte ja hier gesund wieder werden. Und da ist Wasser trinken wichtig. Ja. Ich möchte, dass ihr alle jetzt Wasser trinken. Das ist, ja, wichtig, sage ich ja. Kann das Spiel jetzt bitte einfach fertig sein in ihrem Leben? Ihr Leben? Keine Ahnung, ist egal. Spiel! Kannst du schneller laden? Danke. So. Dann möchte ich bitte um Tisch bitten. Sie ist sad. Na toll. So, er hat sich jetzt auch schon wieder umgezogen. Sie so, ich bin sad, weil der Feiertag nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Sad life auf jeden Fall. So, dann dürfen wir aber auch nichts allzu Teures nehmen. Also wäre zumindest besser. Aber wir würden zumindest was Vernünftiges essen. Und, warte, war das nicht hier sogar, wo das also tatsächlich relativ teuer war, in Anführungszeichen? Kritisch. Egal, wir nehmen auf jeden Fall beide Wasser. Weil Wasser ist wichtig und gesund. Und dann, ich will aber nicht nur eine kleine Mahlzeit haben. Obwohl, also so eine Suppe wäre halt geil, ne? Superfood-Salat. Sie kann ja einen Spieß essen. Sie war ja keine Vegetarierin, oder? Und dann kann er sich einen Salat holen. Das ist dann auch nicht so teuer. So, okay. Dann hoffe ich, dass das heute ganz gut klappt. Mit den Restaurants ist das ja immer so eine Sache. Mal funktionieren sie ganz gut und manchmal da denkt man sich nur so, girl, so funktioniert das gar nicht. Aber hey, es ist Gaumenfreuden. Vor allem alle sagen, das wäre immer noch so krass verbuggt, aber ganz ehrlich, ich habe in den meisten Fällen sogar fast gar keine Probleme. Also einfach nur, dass sie halt, dass die halt manchmal gar nicht kommen, aber an sich, wenn das so kleine Restaurants sind wie das, funktioniert das eigentlich fast immer. Deswegen sehe ich gar nicht, dass Leute da die ganze Zeit so rumheulen und sagen, das funktioniert ja gar nicht und so. Deswegen, ja, finde ich ein bisschen komisch. So. Das Essen ist da. Nom, nom, nom. Dankeschön. Dann esst mal. Wäre sinnvoll. Hört erstmal auf zu reden, so. Weil ihr habt nicht mehr so viel Zeit, weil sie muss heute noch arbeiten. Und das ist leider ein bisschen wichtiger noch, als dass sie quatscht, ehrlich gesagt. Das Romantikfestival interessiert mich gerade gar nicht. Hallo, du sollst das schon aufessen, ne? Wenn wir schon hier sind. So. Dann kann sie das bezahlen und dann können wir ja nochmal kurz ein bisschen quatschen, so. So. Nice. Sie kann jetzt auch Spieße machen selber. Das ist sehr, sehr cool. Und ja. Dann spulen wir mal vor. Weil jetzt dauert es erstmal wieder ein bisschen, bis sie dann dahin läuft, weil der Weg tatsächlich doch ein bisschen weiter ist, als man denkt. Sie holt ihr Fahrrad raus, während sie in dem Gebäude ist. Das ist mein Lieblingsmoment übrigens. Ah.
Es ist so bescheuert einfach. Es ist so bescheuert. Aber naja, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass das Semester halbwegs okay abgeschlossen wird. Das wäre schön, weil wir möchten das hier ja erfolgreich abschließen, ne? Es wäre zumindest, nett. Ah, was laber ich? Aber wir werden das Ganze jetzt wieder so abschließen, dass ich dann wieder aufnehme, nur wenn sie dann wieder back ist von ihrer Arbeit. Ja, und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!